Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Lecter und ich bin hier in einem neuen Studio. Endlich. 2 Monate lang bin ich in der kleinen Kammer untergekommen und die Audio war bescheiden, wenn man sie denn so nennen will. Aber jetzt sind wir akustisch endlich wieder richtig abgedämmt. Das hier ist das perfekte Studio zum Recorden, Beats bauen und Videos aufnehmen. Und endlich kann ich das wieder tun. Ihr wisst gar nicht, wie es mir gefehlt hat, einfach zur Musik meine ganze Meinung loszuwerden. Weil das Ding ist, wenn du mit Freunden über Musik laberst, dann ist es geil. Aber dann nimmst du dich auch ein bisschen zurück, wenn du die Prozesse hinter dem ganzen Stuff kennst. Weil du halt weißt, du willst denen nicht auf den Sack gehen. Zumindest geht's mir immer so. Und endlich kann ich das wieder tun. Und wir starten rein mit einem Song, der mir vor 2 Tagen geschickt wurde. Da war ich gerade auf dem TR7Z-Konzert. Und zwar vom Bundeskanzler. Der hat ein Feature gemacht mit Der Regent. Der Track heißt Dominostein. Produziert bei 38 Beats oder 38 Beats. Da bin ich mal ganz gespannt, weil ich schon seit Ewigkeiten mal auf den Track von ihm reagieren wollte. Und jetzt hat er mir einen geschickt und ich bin wirklich gespannt, was auf uns wartet. Ich gehe mal schwer davon aus, dass es lyrisch richtig Bombe wird. Und ich werde dann natürlich wie immer meinen Senf abgeben. Aufgelöst ist das Ganze in 4K, also qualitativ haben sie sich nicht lumpen lassen. Und dann bin ich mal gespannt, was geht. Let's go. Okay. Okay, okay, geil. Also schon mal bis jetzt, was macht denn das hier? Okay, also schon mal bis jetzt, Video sieht überragend aus. Sowohl von der Bildqualität als auch von der Location und von den Perspektiven. Wir haben hier dieses Schloss, was wunderschön in Szene gesetzt wurde. Mit Drohnenaufnahmen genauso wie diesen unfassbaren Wagen, der da gezeigt wurde. Außerdem haben wir Szenen im Schloss. Thematisch finde ich auch den Font ziemlich cool, der das zusammenhält. Schnitte sind geil gesetzt. Ich mag auch, wie das am Anfang aufgezogen wurde und wie sich das dann in dem Beat auflöst. Beat ist auch cool. Ich mag das Arpeggio, was hier gespielt wird. Also die aufgebrochenen Akkorde, die nacheinander gespielt werden. Es ist schön, relativ höhenlastig, auch hallig. Hat aber trotzdem, würde ich sagen, einen High-Cut bei ungefähr 7 kHz, vielleicht ein bisschen weniger, weil das dann doch ein kleines bisschen dumpf klingt. Kann auch sein, dass es jetzt nur das Intro ist und später bricht das Ganze auf. Geil ist dann auch, wie nach den ersten 4 Takten die Vocal mit dazukommt und gleichzeitig der langliegende Sub-Bass. Das erzeugt so richtig schön Atmosphäre und du hast so das Gefühl, gleich kommt da was. Also jetzt kommt er rein. Die Strandgeräusche auch, also mit den Möwen und so. Interesting. Mein Portemonnaie war tonnenschwer, darum liegt heute auf Content Paper. Leben wie ein Bonfilm-Trailer, fühle mich wie Donald. Digga, was ist das denn für ein Bug gerade in meinem Browser? Das nervt ja richtig. So. Leben wie ein Bonfilm-Trailer. Mein Portemonnaie war tonnenschwer, darum liegt heute auf Content Paper. Leben wie ein Bonfilm-Trailer, fühle mich wie Donald Draper. Okay, warte, es liegt auf mein Portemonnaie? Portemonnaie? Da haben wir schon den ersten Binnenreim. War tonnenschwer. Deswegen. Okay, das ist geil gereimt. Long Drink Gläser sagt er jetzt auch noch und geht damit direkt in die nächste Zeile über. Da haben wir einen viersilbigen Reim. Er zieht das natürlich als Nomenreim durch, wenn er sowas sagt wie Bonfilm-Trailer und was war es? Donald Draper? Wie ein Bonfilm-Trailer, fühle mich wie Donald Draper. Long Drink. Das ist geil. Ich mag auch die Aufmachung gerne. Also im Video jetzt, die Präsentation von ihm, wie er dargestellt wird, ja, dieses Image quasi, das ist relativ cool, also wie er da den Anzug trägt, dann die neue Maske darüber, ich glaube, so, dass man den Mund sieht, so war sie bisher noch nicht, wenn ich mich richtig erinnere, und auch das Motiv sieht natürlich ziemlich cool aus. Leben wie ein Bonfilm-Trailer, fühle mich wie Donald Draper, Long Drink Gläser, Sonnenbrillenträger, hör die eigenen Songs im Player und schlaf nur mit wunderschönen Frauen, nenn mich Bombenleger. Wenn da jetzt wieder eine Doppeldeutigkeit drin war, dann get ich sie nicht auf Anhieb. Aber wie gesagt, das ist brillant gereimt bisher. Ich find's cool gemacht. Von der Delivery her, fand ich ihn gerade, als ich ihn das erste Mal gehört habe, ein kleines bisschen gewöhnungsbedürftig, weil die Stimme so, also weil er so gediegen rappt, also er rappt da nicht mit wirklich viel Druck oder Power und spittert das so richtig durch, sondern er klingt halt ein bisschen zurückhaltender. Bei ihm ist es halt eher Sprechgesang, als halt dieser druckvolle, kraftvoll ausgesprochene Rap.
Das könnte aber, so habe ich mir das immer gedacht, halt auch einfach zur Unterstützung des Images sein. Ich weiß halt nicht, ob er das halt einfach bewusst macht, weil er sich halt denkt, das passt so zur Präsentation, weil das ist halt eigentlich sogar wirklich der Fall. Ich finde die Wirkung her, also ich finde von der Wirkung her ist es sehr organisch. Ey, paar Leben wie ein Bonfilm-Trailer, fühle mich wie Donald Trey, paar Longdrink-Gläser, Sonnenbrillträger, hör die eigenen Songs im Player und schlaf nur mit wunderschönen Frauen, nenn mich Bombenleger. Yeah, es sind die Texting-Legenden, wir representen den Westen, wie US-Präsidenten, kill nach Zakan im Mafia-Clan, die Hustler haben einen Masterplan, du lernst von den kampferfahrenen Machthabern wie Padawan. Die kampferfahrenen Machthaber, ja, die Jedi, okay, wegen Machthaber. Okay, das ist cool. Kampferfahrenen Machthabern wie ein Padawan. Das ist auch geil gereimt, auch wenn das Machthabern dann doch ein bisschen gezogen ist, aber an sich ist es cool. Das kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Und hier ganz am Anfang, was hat er gesagt? Ich represente den Westen wie US-Präsidenten. Hey, das hat er mir doch mal geschrieben. Ich glaube, das hat er sogar da in dem Moment runtergefreestylt. Witzig, dass er es dann doch für eine Zeile gebracht hat, aber es ist auch geil gereimt. Kanzler, der Regent, den Herrschenden ist fernes Fremd, denn wir der Wärme spenden. Kanzler und der Regent, den Herrschenden ist fernes Fremd. Herrschenden ist fernes Fremd, denn wir der Wärme. Fairness, okay, Fairness, nicht Fairness. Den Kampf erfahrenen Machthabern wie Padawan. Kanzler, der Regent, den Herrschenden ist fernes Fremd, denn wir der Wärme spenden dann hinterhergetränkt, sodass du als. Für uns ist Fairness fremd, wenn wir dir Wärme spenden, dann intergetränkt. Ja, weil du halt dann brennst. Aber okay, ist aber auch geil. Wie gesagt, die Reime kannst du eigentlich ständig loben und ich mag auch die Reimstruktur von ihm, weil sie halt nicht so konventionell, aber sehr, sehr hoch, also weil sie halt nicht so konventionell, aber sehr hoch vom Niveau ist. Und er zögert halt auch nicht davon, sehr, sehr viele auf einmal zu verwenden und da lohnt es sich auf jeden Fall mehr hinzuhören. Ich finde das cool. Auch wenn ich nur vom reinen Geschmack her sagen würde, dass die noch mehr knallen, wenn er halt auch mehr mit der Stimme Power geben würde. Ich glaube, da würden diese ganzen, also wenn er jetzt hier zum Beispiel dreisilbig fast durchreimt, wird das einfach noch viel mehr knallen, wenn er halt noch ein bisschen härter spitten würde. Aber es ist halt sein Style so. Der Regent, den Herrschenden ist fernes Fremd, denn wir dir Wärme spenden, dann hinterhergetränkt. So dass du als Care-Patient in Ärztezentren permanent mit schwer gehemmter Herzfrequenz die kerzenbrennenden Nerven netten Schmerz bekämpfst. Boah, Junge, boah, das war krass. Eben hat das gerade wirklich auf die Spitze getrieben. Also, gerade quasi den Reim weitergeführt, aber wie er ihn weitergeführt hat. Und kann ich nochmal erwähnen, wie geil das Video aussieht? Alter, also das Video ist wirklich geil. Ich frage mich, ich weiß nicht, wie lange man für so eine Location anfragen muss. Um der Dude, der das Video gemacht hat, auch bös. Aber wie Padawan, Kanzler, der Regent, den Herrschenden ist fernes Fremd, denn wir dir Wärme spenden, dann hinterhergetränkt, sodass du als Care-Patient in Ärztezentren permanent mit schwer gehemmter Herzfrequenz. Dass du als Care-Patient in Ärztezentren schwer gehemmt mit. Das mitreimt er ja auch. In Ärztezentren permanent mit schwer gehemmter Herzfrequenz, die kerzenbrennende Nerven, netten Schmerz bekämpfst. Boah, das rattert da auch noch runter. Sind die Lyrics hier drin? Weil das ist einer der seltenen Fälle, wo ich dann doch mal in die Lyrics gucken muss. Natürlich hat er die Lyrics drin. Hier, Kanzler der Regent, den Herrschenden ist Fairness fremd, wenn wir dir Wärme spenden, dann intergetränkt, sodass du als Care-Patient in Ärztezentren permanent mit schwer gehemmter Herzfrequenz wie kerzenbrennenden Nervenenden Schmerz bekämpfst. Sodass du als Care-Patient in Ärztezentren permanent mit schwer gehemmter Herzfrequenz wie kerzenbrennende Nervenenden Schmerz bekämpfst. Töte Feinde, drohen der Kanzlerschaft gefahren. Geplant von langer Hand verrichten, Handlanger den Plan. Trinke Scorch. Ach, okay, das ist geil. Also, geplant von langer Hand verrichten, Handlanger den Plan. Das ist geil. Also, mit langer Hand und Handlanger, wie er das umdreht, das ist auch nice. Rocks, meine Konto nonstop. Seit ich sie bei mir fühlen sich die Konto nonstop. Hab es beat. Also was einmal seine Contenance, die ist top, und einmal füllen sich seine Konten nonstop. Okay, auch wieder ein geiler Spit. Das ist auch wieder cool gemacht. Konten nonstop, seit ich sie bei mir füllen sich die Konten nonstop. Hab mehr Speed als der Roadrunner und mehr Kilos als Thor's Hammer. Ey, ich bin der Mac-Cack, echt, und das wissen sie. Bin die Hits am Schmieden, 24-7 Business Deals. Ey, mehr Speed als der Roadrunner und mehr Kilos als Thor's Hammer. Sehe jeden Tag in meinem Portfolio weitere 100k. Wenn ihr zu was bringt, dann zu einem Dominostein in unserem Plan. Ey, und der Regento, siehst du mit Bundeskanzler rappen. Okay, also die Hook ist, vom Vibe her, ist sie cool. Ich fand jetzt, also von der Regent, finde ich, hat sie ein bisschen cooler gerappt als der Bundeskanzler. Der Bundeskanzler hatte da so eine kleine 32-Passage drin am Ende, die hat mir auch nicht so gefallen, dieses Dibble, wo er da ganz kurz angezogen hat. Das passt halt dann wieder nicht in den Flow von ihm, finde ich, beziehungsweise in die Artikulation von ihm, die ja eher ein bisschen
nicht unbedingt laid back ist, aber halt nicht so druckvoll. Und das ist das, was ich meine. Und gerade wenn er halt dann nicht am Flexen ist, also mit Reimen und geilen Texten, schwächelt es dann etwas, wenn er halt sowas sagt wie mehr Speed als der Roadrunner, was halt keine mega krasse Zeile ist, die du halt ein bisschen cooler delivern müsstest. Und da hat der Dirigent auch eine etwas coolere Delivery an der Stelle. Nichtsdestotrotz, an sich, so als Gesamtpaket bisher gefällt mir der Track schon ziemlich gut. Kanzler rappen, deine Wut, dein brannte Gang verbreitet Schwubler-Manifeste, du hast kein Verständnis, komm. Siehst den G mit Bundeskanzler rappen, deine Wut entbrannte Gang verbreitet Schwubler-Manifeste. Okay, das ist, also Schwubler-Manifeste klingt schon wie ein harter Zweckreim, oder? Also das ist ja wirklich ein krasser Neologismus da auf einmal. Aber an sich mag ich das auch wieder. Was haben wir hier? Sechs Silben, auch geil. Ich mag auch die Einstellung, wie er hier hockt. Es sieht farblich alles sehr, sehr geil aus. Auch passend, dass ein Hoodie orange ist und der Hintergrund rot. Und die haben ja mit so einem Licht gearbeitet, was hier flackert. Also so ein Effektlicht von der Seite. Das ist schon ziemlich fett. Verbreitet Schwubler-Manifeste. Du hast kein Verständnis, komm und google meine Texte. Weil ihr arm seid, steckt ihr alle Male unter einer Decke. Schau auf diese Max in der Darmwelt. Ah, okay, das ist geil. Okay, also ich find's cool, wie ihr den Reim weiter fortsetzt und wie er das formuliert. Und dann am Ende sagt, da ihr arm seid, steckt ihr alle unter einer Decke. Finde ich cool. Aber, ne, es ist halt wegen unter einer Decke stecken und wenn du arm bist, pennst du auf der Straße, ne, unter einer Decke. Male unter einer Decke. Kann man bringen. Ich finde es jetzt kein weltbewegender Vergleich, wenn ich ihn so verstanden habe, wie er gemeint ist. Aber dafür ist cool gereimt. Steckt ihr alle Male unter einer Decke. Schau auf diese Max in der Damenwelt beliebt. Doch immer Auge aufs Geschäft, so wie ein Ladendetektiv. Abends in den Streets treffen den bunten Punkt mit Blei und machen noch mehr Geld als in der fucking Bundesdruckerei. Kanzler und Regierung. Ah, okay, geil. Bundesdruckerei. Auch ein schönes Wort, auf das man reimen kann. Wie gesagt, ich mag da persönlich seinen Stimmeinsatz ein bisschen lieber. Er setzt halt etwas tiefer an und ist es schon ein bisschen Kollega-esk, finde ich. Ein kleines bisschen, wie er am Ende mit seiner Stimme runtergeht, also dieses Bundesdruckerei, wie er da noch, ne, ein bisschen nachgeht und er generell eine etwas tiefere Stimme hat. Das kommt vom, es erinnert halt vom Style her daran, aber es kommt auch, finde ich, etwas besser im Gesamtpaket. Punkt mit Blei und machen noch mehr Geld als in der fucking Bundesdruckerei. Kanzler und Regent, wir gehen uns Frozen-Uhren kaufen. Digga, Frozen wie gute Laune, yeah. Ey, wir sind wieder back in business. Was? Wir gehen uns Frozen-Uhren kaufen, dicker Frozen wie gute Laune. Alter, doch nicht wegen Frozen, oder? Bitte nicht, weil das wäre schon eine Bad Bar, fände ich. Also Frozen wäre schon, Hier, was haben wir hier? Dicker Frozen wie gute Laune. Och, tatsächlich. Naja. Okay. Kann man, also wenn er es bringen will, dann bringt er es halt. Aber ich finde, das ist nicht so gut, lyrisch. Das ist Frozen. Ajo, nee. Also, ja. Also ich finde, inhaltlich kann er da dem Bundeskanzler nicht so die Stirn bieten. Er reimt auch gut, aber, und er delivert auch gut. Besser sogar. Aber so, also, textlich ist es, also ich meine, inhaltlich ist es nicht schlecht, aber sowas ist dann definitiv too much. Wie nach Corona-Lockdowns, Red Light Districts. Ey, das Digga, Frozen wie gute Laune, yeah. Ey, wir sind wieder back in business. Wie nach Corona-Lockdowns, Red Light Districts. Ey, das ist Rap aus dem Truppenpanzer. Oh. Wie nach Corona-Lockdowns, Red Light Districts. Den peile ich auch nicht, da muss ich jetzt direkt wieder in die Lyrics gucken. Gut, dass die gepostet haben. Back in business, wie nach Corona-Lockdowns, Red Light Districts. Nee, steht auch nichts drin jetzt, okay. Dachte, die hätten da wieder so eine Doppeldeutigkeit angemerkt. Ja. Oder lässig im Luxusdampf. Dann halt nicht. Ey, das ist Rap aus dem Truppenpanzer. Oder lässig im Luxusdampfer. Ey, der Regent und der Bundeskanzler. Und deine Gang ist im Untergang nach. Und der Bundeskanzler. Siebensilbig, geil. Auch wenn der Inhalt da schon wieder jetzt nicht so das Wahre ist. Ich meine, deine Gang ist dem Untergang nahe, der Regent und der Bundeskanzler. Und das, was er vorher gesagt hat, war auch so, ich meine, sowas Worte wie Truppenpanzer, ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt gibt, aber es ist schon nice, aber da ist lyrisch der Bundeskanzler einfach ein Stück weiter vorne. Auch wenn der Regent um einiges stilsicherer wirkt, muss man sagen. Also,
nicht von der Präsentation her, weil da ist, finde ich, der Bundeskanzler schon sehr stimmig. Da finde ich es auch ein bisschen komisch, dass er hier mit Streetwear-Klamotten, Sportschuhen und stylischer Mode da steht, die aber zu Street passen und nicht in so ein Ambiente, da passt der Bundeskanzler schon deutlich mehr rein. Also der hat ja schon mehr Style-Punkte gesammelt. Aber ich finde, nur vom reinen Rap her ist der Regent dann stimmiger auf dem Song an sich. O'Connor und mehr Kilos als Thor's Hammer. Ey, ich bin der Mac-Hack, echt, und das wissen sie. Bin die Hits am Schmieden, 24-7 Business-Deals. Ey, mehr Speed als der Roadrunner und mehr Kilos als Thor's Hammer. Sehe jeden Tag in meinem Portfolio weitere 100k. Wenn ihr's zu was bringt, dann zu einem Dominostein in unserem Plan. Ich finde die Vocal cool aufgenommen. Also da ein konstanter, schöner Double in der Hook, damit es ein bisschen breiter klingt. Es hat auch, damit hebt sich das auch so ein bisschen ab. Aber ich finde die Stimmlage, die er hier ansetzt, die klingt mir ein bisschen zu... Ich finde, die zieht es ein bisschen zu sehr runter. MS Speed als der Roadrunner. Also diese in der Stimme, das ist so ein bisschen... Es zieht es ein bisschen runter. Meiner Meinung nach. Aber das Gesamtbild... Also ich muss es nochmal sagen. Das Video ist fett. Das ist absolut fett. Und die Präsentation gefällt mir. Und der Beat ist auch geil. Das ist alles geil gemacht. Der Mix ist auch sehr nice. Wie gesagt, Reime sind geil. Wortspiele kannst du noch und nöcher analysieren. Das ist genau mein Ding. In unserem Plan. Aktivier die Glocke. Okay, schöner Track. Ich mag das Gesamtpaket sehr, sehr gerne. Insgesamt kann man sich geben. Ich finde halt, lyrischer Rap nimmt halt sehr, sehr stark ab. Und da ist es wichtig, dass wir so Leute haben, die halt eben guten Rap machen. Dementsprechend sollte man die auf jeden Fall supporten. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und auf den Bundeskanzler will ich in Zukunft öfter reagieren. Das habe ich mir schon fest vorgenommen. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hoppala. Bis zum nächsten Mal. Ciao.